So, wieder mal steht ein kleiner Tagesausflug an. Wir werden jetzt einmal um diesen See rumfahren. Diesen großen See hier in Hanoi. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Mo Tei, ja. So, da fahren wir jetzt einmal rum. Komplett. Oh, das sind einige Kilometer, vielleicht 10 Kilometer. Oh, ich denke. Ja, da sehen wir diese Tretboote. Da wollen wir vielleicht auch mal mit so einem Tretboot, wollen wir auch mal mitfahren. Ja, unser Vorhaben, um den See rumzufahren, ist ja nicht mal so einfach. Meine Frau weiß ja auch nicht mehr so, wie es funktioniert. Die Straßen genau im Kopf hat sie auch nicht mehr nach so vielen Jahren. Also haben wir mal wieder das Navi aktiviert. So, und meine Aufgabe besteht jetzt darin, irgendwie so dicht wie möglich ans Wasser zu kommen. Ja, dann müssen wir mal sehen, wie es hier weitergeht. Mann, was machen die für Scheiße da? Verbrennen da irgendwas? Habt ihr denn das gesehen? Anders, da lang. Nein, wir müssen anders lang. Zurück. Ja, ja, jetzt hat sie das hier verpeilt. Vorsicht, Vorsicht. So, jetzt sind wir wieder auf der richtigen Route. Jetzt sind wir am Wasser. Und Mensch, die stehen da, die angeln da irgendwie. Ah, ist heute bewölkt, ist düsig. Schade. Ja, hier haben sie irgendwelche Angelsehne. Ja, ja, die fischen hier. Da liegen sie. Kick, 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 kick. Ja, er fischt hier wie verrückt. Okay, und weiter jetzt.
Baustelle. Ah, ja, hier haben wir ein Schwimmbad. Scheint hier eine ganze Touristengruppe zu sein, der Fahrräder. Ah, sind Engländer.
denn das für Krimskrams hier? Dann ist die Straße eng. 3 Meter, 2,80. Das sind Seerosen, riesengroße Seerosen, so wie es aussieht. Hallo. Absteigen.
guckt euch bloß mal die Löcher hier an, im Boden an. Ey, wenn du da drin bretterst, nachts mit dem Moped, bist du weg. Hier überall. Das ist ja unglaublich. Guckt euch mal die Löcher hier an.